Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Zombie TV, alias Bunter Hund, alias Luciano. Heute geht's querbeet über ganz verschiedene Themen. Heute wieder von diesem Bauernhof, wo ich euch schon vor ein paar Tagen berichtet habe. Da ging es über das Thema Urlaub gegen Hand oder Wohnen gegen Hand. Da habe ich zwei Teile rausgehauen. Da wird jetzt wahrscheinlich noch ein dritter und vierter Teil rauskommen mit ein paar Fotos und ein paar Erfahrungsberichten und noch zwei, drei Tipps, weil mir ist eingefallen, ja, Thema Kochen, ganz, ganz wichtig. Ja, kommt dann aber in den nächsten Teilen. Dann noch lustige oder ja, wie man es sehen will. Also jeder hat ja eine andere Betrachtungsweise und Sichtweise. Ja, nur ich finde auch das Thema wichtig. Alleinerziehende Mütter und Schrägstrich, gehört jetzt nicht dazu, aber Feministen und ja, gut, Genderwahn lassen wir mal weg, aber egal, wird spannend die nächsten Teile, schaut mal rein, wenn ihr explizit nur euch das interessiert, Thema Urlaub gegen Hand oder Wohnen gegen Hand, dann ja, recherchiert danach, ihr werdet es auf meinem Kanal finden. Aber jetzt geht es erstmal allgemein weiter, Thema Zombies, Gesellschaft, System, ja, was mir so passiert und wieso ich euch davon abrate, in den Widerstand zu gehen, Revolution zu machen. Manche mögen mich jetzt vielleicht als Außerirdischen halten, aber ist es schlimmer oder heftiger, extremer? Ja, ich bin einfach nur Empath. So, und das reicht schon, ja, damit man vergrault, verbrannt, gehängt und vieles mehr wird, verhaftet, in die Klapse gesteckt, ja, und oder Neid, Eifersucht. Als Empath, das ist echt eine Herausforderung hier auf der Erde, ja, muss ich sagen. Und ich habe echt so ein Glück, dass ich eine gute Erziehung genießen durfte. Ja, und das kommt allen zugute. Das kommt wirklich allen zugute. Ja, es hat ja auch einen Grund, wieso mich die Leute gerne in ihrer Nähe haben. Ja, deswegen Dankeschön hier an der Stelle an Papa, an Mama, an meine Großeltern, ja, und auch an mein Umfeld, ja, weil, wie ich schon mal erwähnt habe, ich bin das Ergebnis aus allen meinen Erfahrungen, allen meinen Begegnungen. Ja, und geprägt aber hauptsächlich in der Kindheit. Ja, und das werde ich auch irgendwann mal im Detail alles erklären, ja, wie was abgelaufen ist, ja, wieso ich den Jesus-Weg gewählt habe, beziehungsweise die Lehre Jesu gelehrt bekommen habe, ja, nahegebracht bekommen habe und wieso ich gute Vorbilder hatte. Ja, das kommt alles noch in den nächsten Videos. Aber zurück zum Thema außerirdisch. Achso, nicht wundern, ein oder andere Mal wird ein Auto vorbeifahren, wie jetzt gerade. Ich mache schon eine kurze Pause. Ich kann es aber auch rausschneiden. Schauen wir mal. Also wenn ein Schnitt passiert, ja, dann ist es, weil irgendwie ein Geräusch jetzt im Hintergrund ist. Oder ein Hahn kräht. Oder was weiß ich, was hier passieren kann noch. Ah, apropos, poppen bei euch die Katzen auch so wild? Also hier poppen die ohne Ende. Hier bei mir im Umfeld sind so 8 bis 10 Katzen. Und die geben sich gerade richtig. Ja, wie ist es bei euch so? Ja, Wetter ist auch so lala, ja, wie überall gerade. Hä? Und naja, gut. Aber es gibt
so viele Zitate auch, ja, wie zum Beispiel, wer Sonne im Herzen trägt, ja, ist wetterunabhängig. Ja, gibt noch ein schönes Zitat von Rumi, ich werde das vielleicht gleich mal einblenden. Wer Sonne im Herzen trägt, wird den Weg nach Hause immer finden, irgendwie sowas. Und ja, es gibt so schöne Zitate und Lehrer, Mentoren da draußen, ja, die wir müssen, wie ich schon mal erwähnt habe, das Rad nicht neu erfinden. Ja, es gibt schon alles. Ja, gut, jetzt haben wir 3D-Drucker und so, die ersten Brücken und Häuser werden schon aus dem 3D-Drucker hergestellt. Ja, bald gibt es Roboter. Also gibt es ja schon, ja, schaut euch mal die Videos von Boston Dynamics an, also crazy shit, was die da machen. In Kombination mit der KI und, oder Artificial Intelligence, AI. Naja, okay, wie ihr seht, springen, ja, das wird in meinen Videos immer jetzt so passieren, immer, ja. Wer es nicht abhaben kann, wie gesagt, schließt das Fenster, sucht euch jemand anderes, aber wer das abhaben kann, bleibt gerne dabei. Zurückzukommen zum Außerirdischen, ja, empathisch sein. Ich habe manchmal echt selbst das Gefühl, hier fehl am Platz zu sein. Ja, ich wasche mir zum Beispiel die Hände, bevor ich auf Toilette gehe. Ja, jetzt hat mir mal irgendeiner gesagt, das würden die Juden auch so machen. Fand ich krass, es war nämlich vor ein paar Jahren, war es nämlich so, dass ich natürlich auch, das ist ja ein Prozess, ja, den wir gehen, ein Weg, ja, und ich hatte mal eine Zeit lang einen Prass auf Juden, ja, oder eine Prass auf Bänke und noch viele, viele andere, ja, die da so mitspielen, ja, in diesem System, ja, Politiker und, ach, ihr kennt sie selbst alle, ja, nur konnte ich das heilen, in mir, was dann auch nach außen getreten ist. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Prozess zu gehen. Aber es hat was mit Energien zu tun, mit Bewusstsein. Das wird dann irgendwann mal in den nächsten Videos nochmal kommen. Wieder ein Auto. Aber ich hoffe, ihr hört auch die Vöglein. Das ist nämlich das schönere Konzert, definitiv. Ja, Thema Hände waschen. Vorm auf Toilette gehen. Also das habe ich nicht aus dem Kindergarten. Ja? Das haben mir auch meine Eltern nicht beigebracht. Oder sonst wer. Sondern da kam ich irgendwann selbst drauf. Weil ich mir gedacht habe, hey, ich hampel den ganzen Tag hier draußen rum. Ja. Fasse alles Mögliche an und dann, wenn ich auf Toilette gehe, fasse ich ja mich selbst an, ja, und ich möchte ja sauber sein, also bin ich ja. So, und dann bin ich auf die Idee gekommen, noch ein Auto, anscheinend bin ich auf die Idee eines weiteren Autos gekommen, ja, auf die Idee gekommen, mich einfach zu waschen, beziehungsweise die Hände zu waschen, bevor ich mich selbst anfasse. So, und schon bin ich hier auf dieser Erde irgendwie außerirdisch. Ja, weil guck dir mal die ganzen Leute an, egal ob Männlein oder Weiblein, ja, die gehen in die Toilette, ohne sich die Hände zu waschen, gehen raus, ohne sich die Hände zu waschen. Ja, egal ob jetzt Diskothek, in der Bar, im Restaurant, im Café, das ist wirklich crazy shit. Ja, und dann wundern sich die Leute, dass ich keinen Bock habe, denen die Hand zu geben, zum Teil. Ja, ich war jetzt froh, dass als Corona jetzt war, die Leute sich die Faust gegeben haben. Ja, also wer weiß, hier aus dem Basketball-Ghetto-Dasein von mir, mag ich ja sowieso gerne die Faust geben. Ja, das habe ich vorher schon gemacht, bevor dieser Wahnsinn und diese Pandemie überhaupt stattgefunden hat. Ja. Jetzt kommen die Leute, die jetzt so ein bisschen Durchblick haben, auch zu geil,
Ja, es gibt impffreie Menschen oder Ungeimpfte, die denken jetzt, weil sie jetzt sich haben nicht impfen lassen, sind sie die Meister hier überhaupt. Deswegen, ey, die Matrix ist so genial, ich schwör's euch, das ist so krass. Leute, die immer denken, sie seien immer etwas besser oder höher gestellt als andere. Ja, das ist, da kommt mir gerade dieser Film, Der grüne Planet. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, zieht ihn euch mal rein halt, ja. Also, da geht es über die Menschen, über die Degenerierten. Und, ey, so geht es mir gerade echt genauso. Ja, ich brauche nur durch die Straßen laufen und ich sehe schon anhand eurer Körperhaltung, anstatt eu an, an, an eurer Mimik. Körpersprache, ja, ihr braucht nichts sagen und ihr seid wie ein offenes Buch. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel für die Zombies da draußen, ja, weil es ist ja, oh Scheiße, der kann in unsere Köpfe gucken und so. Das ist auch der Grund, wieso ihr wahrscheinlich so viele Hexen verbrannt habt oder Andersdenkende. Ja, gerade aus der Region, wo ich komme, war eine Hexenverbrennungshochburg. Ja, das sollte auch mal den einen oder anderen zu denken geben. Ja. Anscheinend ist da sehr viel Angst, sehr viel Trauma vorhanden, was man heilen kann. Wie ihr schon wieder seht, springe ich. Ja, das ist unvermeidbar. Alles ist miteinander verbunden, verwoben und verknüpft. Selbst die Scheiße, die ich euch die nächsten Tage, Wochen halt und Monate noch weiter erklären werde und erzählen werde. Ja? Weil das, was hier abgeht, ist unbegreiflich, unglaublich, unfassbar, fassbar. Ja? Manches sogar fassbar. Also die Dummheit mancher Leute ist echt fassbar. Und ich möchte nicht von oben herab immer klingen. Auto Nummer 3 oder 4. Ich möchte keineswegs von oben herab Leute als dumm darstellen, ja? Weil ich weiß, sie sind auf ihrem Level, auf ihrem Stand. Ja. Aber, jetzt kommt das Aber. Ihr habt alle so ein scheiß Smartphone in der Tasche. Und ihr bildet euch nicht weiter. Das ist grob fahrlässig. Das ist echt heftig. Ja. Ich bin bei einem fast rausgeflogen, bei einem Lehrer in Berlin, der, ja, fast rausgeflogen ist jetzt übertrieben, aber seine Reaktion war ziemlich heftig. Ja, als wir mal das Thema Internet hatten. Ja, weil ich irgendwann mal, das ist schon Jahre her, 10 oder 12 Jahre her, ich bei dem war, habe ich mal Couchsurfing gemacht. Auch eine geile Story, muss ich irgendwann euch mal erzählen. Ja, da hatten wir das Thema Internet und da meinte ich, ja, wir müssen die Scheiße irgendwann mal abstellen. Sei es nur für ein paar Tage oder Wochen, vielleicht auch Monate, ja, damit die Menschen mal wieder klarkommen. Boah, er ist der, also er ist nicht ganz ausgerastet, aber er ist schon an die Decke gegangen. Er meinte, Quatsch, Internet kann man uns nicht nehmen, das ist die geilste und beste Erfindung ever. Ich könnte ohne Internet nicht leben. Bla bla bla. Solche Texte kamen da. Also ich hatte ihn richtig getriggert anscheinend an dem Abend. Aber gut. Ich meine, er hat natürlich recht. Ja, Internet ist schon eine geile Sache. Ja, aber dann muss man sie auch nutzen. So, und deswegen tituliere ich manche als Zombies oder Dumme oder Verblödet. Ja, damit es nicht ganz so schlimm sich anhört. Und zum Glück wurde das Wort Spatzenhirn und Esel nicht als Schimpfwort tituliert. Deswegen wechsle ich jetzt in den nächsten Videos auf Spatzenhirn und Esel.
Ja, dabei sind es extrem intelligente Wesen und Tiere. In der Hoffnung, dass das auch so erkannt wird. Also ich meine es natürlich beleidigend, haha, aber allein damit es im Feld schön schwingt, ja, tun wir es einfach mal ja, als intelligente Wesen beibehalten. So, und wenn ihr dieses Oberteil hier seht, ja, ich mache mal hier einen kurzen Cut, dann wird es ein bisschen gröber. Heute die Folge ist noch Pillepalle. Ja. Aber dieses Oberteil hier hat mehr erlebt und mehr durchgemacht als sämtliche Leute da draußen. Ich habe auch eine Jogginghose mit einem Loch, viele kennen sie. Ja, hat nämlich einen Brandfleck bekommen von einer Motorradaktion. Ja, ist am Auspuff geschmolzen. Ja, ist eine meiner Lieblingsjogginghosen. Ja, auch die Hose hat so viel mitgemacht und durchgemacht. Die ist jetzt locker, warte mal, 2008, ja, so 15 Jahre alt. Aber die Hose, die ist legendär. Ja. Wie gesagt, die hat schon mehr mitgemacht als ihr wahrscheinlich. Ja. Und wie gesagt, dieses Oberteil, er hat schon mehr Verhaftungen oder Haftversuche überstanden als sonst was. Ja. Meine Freundin wollte es damals hier als Andenken. Nur, ja, ich wollte es selbst behalten. Alleine, ja, tue es selbst als Andenken behalten. Ja, und deswegen, also tut euch orientieren, wenn ihr dieses Oberteil seht, dann wird es nämlich ein bisschen gröber. Dann werde ich nämlich auch ein bisschen über dieses System berichten und wann ich wo versucht wurde, in die Tonne zu hauen oder wann was passiert ist. Wann welcher Haftversuch passiert ist, weil die Matrix ist echt ein krasses Konstrukt. Ja, also ich möchte euch hier an der Stelle keine Angst machen, aber ich rate euch davon ab, sämtliche Tests zu machen, denn ich habe sowohl die Zombies als auch die Eliten unterschätzt. Ja. Ich habe mich damals vor Jahren schon gefragt, wieso der Mr. Bean so einen krass komischen Film gedreht hat, also nicht er gedreht, aber wo er mitgespielt hat. Ja, dieses Rat Race. Dann gibt es noch ein paar andere Filme, wo das so zeigen. Ja. Und aber das tut ungefähr im Kleinen zeigen, wie es im Großen abgespielt wird. Und ich habe mich in dieses Testfeld gewagt. Und glaubt mir, wenn ihr nicht stark genug seid, ich habe zum Glück bewiesen, dass ich es bin. Aber da spielen noch so viele andere Faktoren eine Rolle. Jeden verfickten Tag wird man getestet. Ja? Und dieses pyramidale System, dieses Schubladensystem, wie es in Indien ist, oder egal wo auf der Welt, ist in Deutschland genauso. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie korrupt Deutschland ist. Generell Europa. Hab letztens bei einem Waffenhändler in der Lobby gestanden. Und vorne in seinem Hof alles voller rumänischen Autos, sorry, voll ukrainische Autos. Die geben sich die Hand, die lachen, trinken, besaufen sich. Also am Bundestag wurde oder Reichstag, ja, wurde die Ukraine-Flagge gehisst. Alter Schwede.
Wann wurden wir denn übernommen? Kann mir das mal einer sagen? Aber zurück zum Thema hier, Oberteil. Und Matrix und was alles so passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Pyramidale, ja, also jetzt keine Angst vor diesem Zeichen, nur weil ich es jetzt in die Kamera zeige, ja, das ist eine Erklärung. Und zwar, da sind mehrere Pyramiden innerhalb der Pyramiden. Ja, ich würde es euch jetzt am liebsten aufzeichnen oder an der Tafel zeigen. Ja, ihr könnt euch das so fraktal vorstellen, aber mit einem Ende. Ja, Fraktale sind ja so, dass es ja unendlich in sich, also Muster, die in ein Muster und noch ein Muster und immer weiter und immer weiter. Ihr kennt es mal, ja. Wenn ihr es nicht kennt, dann sehr interessant. Schaut es euch mal an auf YouTube, guckt euch mal so ein Video an. Sehr vieles ist fraktal. Ja, unsere Natur zeigt das auch. Und da sind wir auch schon bei anderen Themen dann, ja, wie zum Beispiel die goldene Zahl oder Phi, wie sie genannt wird, die Fibonacci-Spirale und vieles mehr. Aber auch darauf werde ich in den nächsten Videos eingehen. Aber jetzt nochmal zu dieser pyramidalen Form. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, diese ganzen Pyramiden, die große Pyramide, ist noch eine drin und noch eine drin und noch eine drin, ja, bis hin zu unseren Gemeinden. Ja, diese ganz kleinen Pisser, die man tagtäglich sieht, von Bürgermeister bis hin zu Aufsichtsräten und Firmenchefs und Dings, die gehören auch einer kleinen Pyramide an. Ja, ist ja klar, ich meine, guckt euch das doch mal an. Jede Firma hat ein Organigramm. Ja? Ein Chef, eine Sekretärin, die Mitarbeiter, ja, bis hin zu IT, vielleicht auch Hausmeister, Putzfrau und so weiter. So, also überall sind diese Strukturen drin. Das ist ja vollkommen in Ordnung und normal. Nur, die denken alle, die sind, ja, die stehen überein. So dieses, ich bin besser. So, und auf das will ich hinaus. So ganz viele Pyramiden in der großen Pyramide. Ganz, ganz viele. So, jeder denkt, er werde Chef hier. Und das sieht man ja da draußen auf der Gasse. Ja? Jeder kauft sich dicke Autos. Gut, jetzt gerade ein bisschen weniger halt. Ja? Die Leute haben anscheinend begriffen, dass man die Autos nicht fressen kann. Ja? Aber jetzt haben sie sich Pools in Gatten gezimmert. Ja? Zur Pandemiezeit. Auch geil. Also zu diesen Pyramiden werde ich nochmal exakter nochmal eingehen. Ja, vielleicht hat mich der ein oder andere jetzt nicht ganz so gut begriffen. Ich werde es versuchen auch nochmal aufzuzeichnen. Es ist krass, ja, wenn ihr euch auf den Weg gemacht habt, weil ich bin ja jetzt seit 10 Jahren dabei, ja, und ich sage jedem meine Meinung. Da zitiere ich jetzt einfach mal Einstein. Mir ist nämlich scheißegal, welche Position du hast, wer du bist. Ja, ich rede mit allen gleich. So, und das ist auch dieses, was die Leute an mir mögen. Gerade heraus, direkt. Ja, natürlich überlege ich auch mal, bevor ich etwas sage jetzt mittlerweile. Und früher war das auch mal anders. Da habe ich es einfach ungefiltert rausgelassen, hat auch viele verletzt. Diesmal achte ich schon drauf, dass meine Worte gewählt sind. Und dieses System, das ist zum einen, also ich ziehe den Hut vor den Creatoren, also vor den Erschaffern. Ja? Ihr werdet auch noch merken oder sehen dann in Zukunft, ich werde mich bei vielen entschuldigen. Ja? Weil ich sehe mittlerweile ein, dass alles, was gerade ist, seine Daseinsberechtigung hat. Wenn die Politiker scheiße sind, dann spiegelt es die Gesellschaft wieder.
Tut mir leid jetzt an der Stelle. Man kriegt nämlich das, was man verdient. Und ihr seht ja gerade selbst, was ein Rotz, die da von sich geben, was ein Affentheater. So, und deswegen werde ich mich in Zukunft bei den ganzen Politikern, bei den Bankern, bei den, was weiß ich, ja, ganzen Glaubensrichtungen, ja, entschuldigen. Weil ihr habt alle eure Daseinsberechtigung. Ihr holt jedem da ab, wo er sich gerade befindet. Ja, jeder hat ein anderes Level an Bewusstsein. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich meine Kinder definitiv mit keinen Zombies in die Schule schicke. Ja, weil wenn ihr das so möchtet, dass ihr eure Kinder auf so eine total verblödete Schule mit, beziehungsweise nicht die Schule ist verblödet, sondern der Lehrplan, ja, auf eine Schule schickt mit einem verblödeten Lehrplan, das akzeptiere ich nicht. Ja? Also mein Weg wird ein anderer sein. Und ja, ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut, weil ich habe jetzt schon wieder lang genug geredet. Wie gesagt, ich als Außerirdischer hat man es echt nicht so leicht hier. Jetzt kommt noch ein Auto. Also in den nächsten Videos werde ich auch nochmal auf dieses System eingehen. Ich werde nochmal detailliert erklären, vor was ich warne. Ja, weil es geht nämlich ins, ja, in verschiedene Dimensionen. Ja, wir sind ja multidimensionale Wesen. So um uns herum spielt sich auch so viel ab, ja, ohne jetzt die Leute hier abschrecken zu wollen, ja, weil das ist ein heftiges Thema. So, und du wirst getestet. Jede fucking Minute. Es passieren wunderschöne Dinge, aber manchmal auch wirst du in die Tiefe gezogen und dann wird geschaut. Bist du die nächste Aufgabe gewachsen? Und ja, bin gespannt, was ihr sagen werdet, was ich noch sagen werde, weil das ist ja hier alles random. Ich schaue hier einfach raus, ohne jetzt Notizen. Entschuldigung. Apropos, ich habe gerade ein paar Erdbeeren gegessen. Gibt es bei euch auch gerade Erdbeeren? Ganz frisch. Mm. So, wohl erzogen. Werde ich, wie gesagt, in den nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte. So, Auto Nummer 8 oder 7. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis die Tage.